einen Menschen, der schon zweimal bei uns war und der jetzt hier nochmal, und zwar in seiner Heimat, die Chance ergreifen möchte, richtig abzureißen. Macht mal Lärm für Kusi! Yeah! Und hier bitte mindestens genauso viel Lärm machen jetzt für den Contender auf meiner linken Seite. Eine richtige Freestyle-Ikone hier in der Region. Macht bitte Lärm für Mackie Hayes! Sorry, Mackie. Wo jetzt los? Hier bei Gusi. Alles klar, Stuttgart, erste Runde, Gusi. Hallo Stuttgart. Yeah. Das ist nicht Two and a Half Men, aber das zweite in meiner Two and a Half Battle Statistik. Im ersten wurde ein korrekter Rapper vernichtet, beim zweiten war es nur ein halbes und ich fühle mich deshalb verpflichtet, mit frecheren Witzen und besseren Wissen, diesen als Rapper bezichtigten Depp da zu dissen. Mit Treffern, die sitzen, zerfetzen und lichten, im jeden Sinn scharf sind wie Messer seit Spitzen. Statt stundenlang vor einem scheiß Rechner zu sitzen, mach ich mir ein Bild wie bei Snapchat-Geschichten, nur um dich dann so wie einen Snapback zu schicken. Steck dir meinen Schwanz rein und du merkst das tief wie bei Wetterberichten. Im Endeffekt geht es darum, den scheiß Deck wegzuficken, als wäre das RTL und du das scheiß Bachelor, das Flittchen. Yeah. Oh, komm mir jetzt nicht mit, ich hab keine Rose für dich, denn ich kenn dich, du Pfeife. Du kriegst auch keine Blumen von mir, aber ich schenk dir ein Pfeilchen. Ja. Ey, du kannst sagen, was du willst, sag. Wo ist denn der Lauch hier? Da, hier. Du kannst sagen, was du willst, sag, ein Lauch hat mich vernichtet, du Freak. Doch das zählt nicht richtig, wie Leute mit einer Dyskalkulie. Sag, ich hab Rhymes gebracht, die es schon gab, ohne dass ich das gewusst hab. Doch das ist keine Entschuldigung. Sag, der Typ wollte mir helfen, aber brachte mich dadurch weiter raus, auch wenn es ihm nicht bewusst war. Doch das ist keine Entschuldigung. Sag, ich habe allein schon verloren durch mein scheiß Time-Management. Doch das ist keine Entschuldigung. Auch wenn ich ständig Gegner bekomme, die nichts von sich preisgeben und die keinen scheiß Penner kennt. Doch das ist keine Entschuldigung. Aber weißt du, was auch keine Entschuldigung ist, Mickey? Wenn deine Mama mit 30 Mann Gangbang will und das sagt, weil sie willig ist, ist das keine Entschuldigung. Wenn sie wie damals zu einem deiner möglichen Fehler sagt, Schatz, ich nehme die Pille nicht, ist das keine Entschuldigung. Lass mal das. Wenn er keinen Fick drauf gibt und euch in die Bitch reinspitzt, so wie ein waschechter G, dann ist das keine Entschuldigung, aber ein Grund für eine Vasektomie. Hey, sich für sein Kind zu schämen, weil es scheiße hässlich ist und einem das Leben versaut hat, ist keine Entschuldigung. Das ehrliche Verstehen und Gestehen von eben dem Fauxpas ist keine Entschuldigung. Einen passablen Flow zu haben, aber dafür schlechte Reime zu haben, ist keine Entschuldigung. In Freestyle-Battles immer das Gleiche zu sagen, ist keine Entschuldigung. Zu sagen, man macht weiter als Artist, obwohl man scheiße und nicht stark ist, hat leider den Haken, dass man selbst daran schuld ist, drum ist alles, was du sagst, nichtig. Und vor allem ist es keine Entschuldigung. Time, du Fotze! Mach mir Lärm! Gusi! Ey, aus Stuttgart! Sorry hier für den Stammler, Alter, bei der Vorstellung. Erste Runde! Mackie Hayes! So, Gusi, ich hab gehört, du warst süddeutscher Meister im Freestyle. Herzlichen Glückstrumpf, du Kachbar, das ist ja unfassbar, dass so ein hässlicher Spastard aus dickes Bühl das geschafft hat. Und komm mir heute nicht mit, keine Ahnung, mit deinen Standard-Lines, Alter, immer der Scheiß. Nochmal, Gusi. Fuck. Scheiße. Gusi. Ich hab gehört, du warst süddeutscher Meister im Freestyle. Herzlichen Glückstrumpf, du Kachbar. Das ist ja unfassbar, dass so ein hässlicher Spastard aus Dinkelsbühl das geschafft hat. Doch heute bezieht der Lappen kein Zaster, denn ich rolle über dich wie ein Laster. Und wenn du ja so gut bist im Freestyle, dann wäre ein Battle ja sicherlich machbar, oder? Ja. Also, ich scheiße darauf, was du Fotze so glaubst. Im Gegensatz zu dir war ich der Zeit immer Jahre voraus. Dazu auch faul, ich freestylte zwar rum, doch machte nichts draus. Bis ich irgendwann das Gefühl bekam, dass Deutschrap mich braucht. Und du bist ein Lauch. Also tu hier nicht auf krassen Gegner. Wir sind zwar nicht in der Küche, Wichser, doch ich hack den Peter. Du machst einen großen Fehler, du willst mich gerade tackeln. Ich würde mir noch schwerer tun gegen scheiß zurückgebliebene kleinen Schimpansen jetzt hier zu battlen, du Wichser, mal Platz hat, denn du bist ein Kasper. Ich bin der Mike und du bleibst ein Bastard. Ich bin der Master mit echtes Raster und hinterlasse ein Riesendesaster. Und du, Gusi, wer bist du denn schon? Halb Mensch, halb Köter, ein Möter, also ein Hundesohn. Und deine Mama ist so eine Slut, bei uns würde man sagen, Curva e Banna, aber du bist ja Italiener und ein bisschen Parmesan, Figi di Puttana. Und dein Vater fickt deine Mutter so krass, dass sie durchs ganze Haus seinen Namen schreit. Doch er muss sich ja beeilen, warum? Denn er hat 50 Euro und 30 Minuten Zeit. 9 Monate später fragen die sich, verdammt, was haben wir da für ein Wesen gezeugt? Sie waren nicht sehr erfreut und bei richtiger Betrachtung wirklich maßlos enttäuscht, denn du bist so hässlich, Digi. Wenn man dich sieht, fühlt man sich benebelt.
fast schon betäubt und du stinkst so bestiales aus der Fresse, dass man sich auf deine Fürze freut. Also erzähl mir nicht, du könntest hier irgendwelches Bitches bang, denn du bist so widerlich, Motherfucker, Mann, du kannst nur einen Spiegel sprengen. Und wenn du sagst, dieser ganze Part war ein Witz, noch ein schlechter Gut, dann hab ich noch einen. Gollums Arsch und deine Fresse könnten glatt Geschwister sein. Time. Mach Lärm, Stuttgart, hier für den Ersten! Yeah. Hey, Stuttgart, zweite Runde! Guzi! Kleiner Freestyle-Dinger. Ey, von mir wirst jetzt du Horst hier verhauen. Ich war süddeutscher Meister, aber du bist schon in der Vorrunde raus. So, und was war das irgendwie polnisch und italienisch? Deine Freundin, ja? Die ist so klein, Alter, man denkt, sie ist ein Little Putana. Aber als Italiener sage ich zu dir, hey, das ist gar nicht so schlimm, aber sie ist eine Little Putana. So, okay, zweite Runde. Wir haben uns letztens in Stuttgart, bei Rapper Mittwoch in Stuttgart das erste Mal gesehen. Ich kam im ersten bisschen spät. Tierstar meinte, keine MCs mehr. Aber Guzi, ja gut, den können wir noch nehmen. Also ab hinter die Absperrung, ich weiß noch genau, wie das war. Du bist doch dieser Guzi, sagte mir der Typ und er war laufend am Starren. Schaute mit zerzausten Haaren und noch zerzaustem Bart durch sein scheiß Schaufensterglas mit dem Blick, als ob er sein Leben lang auf einer scheiß Baumschule war. Und ich sagte nix. Außer einem Jahr. Und da wurde es mir dann auf einmal klar, bei dem Anblick kann das nur Mickey Hayes sein. Ja? Auf einmal klar, bei dem kann es nur Mickey Hayes sein. Und er so, genau das ist wahr, aber dieses Battle wird Krieg und nicht so, genau das wird wahr, aber nicht mit so saudumme Parts. Ich meine, du kriegst verbal eine scheiß Faust in deinen Arsch. Ich meine, deine Reims sind Bombe, aber meine sind Bomber, wie Leute, die auf Hauswände malen. Ja, und plötzlich kam Tierstar und meinte, Jungs, wir brauchen noch Leute für ein Battle. Guzi, du bist gut und Mickey Hayes, komm du dazu. Na gut, ich dachte mir, nun fließt Blut, dann komm ich halt schon nun zum Zug und werde hier zum Tun nicht gut, denn ich zerstöre und mache Wirbel um den Arm wie Scooby-Doos. Für YouTube auch, wie vorhin gesagt. Aber Tista meinte, nee, es wird ein 2-on-2. Und ich dachte mir so, scheiße, Mann. Mit dem, gegen Toby Nice und Jizzy auf der Bühne mit dem Deck Spaß. Echt, Mann. Hört man sich deine Raps an, denkt man schlicht, du wärst zu dead krank. Motherfucker, ganz ehrlich. Alter, als hättest du einen Anfall. Sieht man dich auf der Bühne, denkt man sich, der wäre besser in der Anstalt. ganz ehrlich, das Geschrei, das hat halt echt keinen Style. Das klingt mehr nach einem Hitler, der sagt, nein, nein, nein. Das klingt mehr nach einem Choleriker, der Verstopfung hat und gerade scheißen geht. Dass das Geschrei dein Freestyle nicht besser macht, das musst du dir doch eingestehen. Oder machst du jetzt einen auf ich unverbesserlich 4? Wenn ich mit dir fertig bin, denkst du dir, wäre ich besser nicht hier. Dir versagt das Herz und die Nieren, bis du vor Schmerz kollabierst. Fake it, kapier, dass du kassierst und im Battle jetzt stirbst. Denn das hier wird für mich sicherlich in einem Win enden. Denn im Battle laufe ich Amok, wie der Typ in Win enden. Time. Und Gott, zweite Runde auch für Mickey Hayes. Okay, Diggi. Du redest über die Quali erstmal auskontern. Du hast nicht mal in die Quali geschafft, du dummer Affe. Mehr muss ich nicht kommen, weil der Rest scheiße war. Also, ernsthaft. Also, Guzi, du rappende Buchstabierer, Alter. Gegen MC Lauch, sagst du. Ich hab meine Gegner zerfallen wie Lepra. Ich hab meinen Text vergessen, weil das gerade Freestyle ist. Nur weil meine scheiß beschissene Line aus einem anderen Partner bedeutet es doch nicht, dass es Freestyle ist. Was denn los mit dir? Und in Nürnberg sagt er sowas wie, ich hoffe, die Musik wächst und gedeiht wie mein Vollbart. Ja, wenn wir davon ausgehen, sieht man, dass du keinen Erfolg hast. Scheiße. Diggi, ich bin so ein 24-7 Freestyle in jeder Lebenslage. Von mir ist auch ohne Gage, voller Phase und beim Bell gibt's keine Gnade. Und du? Bis Guzi, G-O-Z-Y, weil ich heute wiederkomme. Yeah. Richtig nice. Ich sag dir, was du bist. Du bist ein Gefickter, Grantiger, Gleichgültiger, Gammliger, Untalentierter, am U-Bahn chillender, Unsympathischer, Scheiß, Schmieriger, Jackleckender, Yeti-Fickender, Jufka-Fressender, Yoga-Trainierter, Yuppie-Verkäufer. Also reg mich nicht auf, sonst mach ich einen Zeitsprung, fick deine 20-jährige Oma und dann löst du dich auf. So sieht's aus. Und ich hoffe, du kommst nicht wieder wie in jedem zweiten Battle mit deinen Du bist so Standard-Lines. Egal, Guzi, wie oft du den Standard-Scheiß runterschreibst, ich hoffe, dass du weißt, dass der Mist immer Standard bleibt. Also nerv mich heute nicht mit deinem Standard-Scheiß, denn du bleibst immer ungesigned. Geschichte schreiben bleibt für dich unerreicht und du betrittst auch nie die Unendlichkeit. Denn in diesem Hater macht sich Neid sehr schnell breit, was uns auch gleich deinen Charakter zeigt. Eine hysterische Fotze, die nur ständig schreit, begleitet von Trauer und sehr viel Einsamkeit. Und genau diesen Scheiß ist Giuseppe Leid. Und das ist auch der Grund, warum irgendwann beim Teufel für Cash und Fame dann unterschreibt Zeit. Macht Lärm für die zweite Runde! Yeah. Hey,
Stuttgart, beide MCs haben jeweils noch eine Runde. Beginnt bei Gusi. Auf Facebook hat der Typ ein Bild von einem 20-Euro-Schein, auf dem drauf steht: Ich bin ein Stück Papier und kontrolliere dein ganzes Leben. Ey Digga, was würdest du da machen, würde ich dir den ganzen 50er geben? Ey, gib's doch zu, für ein bisschen Kohle würdest du deine eigene Mama verkaufen. Ey, der Arsch mit zwei Augen heißt zwar Haze, aber würde für Geld sogar seine eigenen Schamhaare rauchen. Denn er ist jung und braucht das Geld, sicher ganz dringend. Oder wieso sonst würde er Klobürsten ablecken und aus Pisseln trinken? Du bist nicht nur ein bisschen von Sinnen, sondern richtig am Spinnen, denn du lässt dir von Geld dein eigenes Schicksal bestimmen. Sorry für den Stumbler. Standard. Ja, Standard. Macht mal alle Lärm kurz. Ey, gibt man dem einen Fuffi, würde er sogar seine eigene Schwester diese Hure bängen. Und packt man einen Zehner drauf, dann nimmt er sich das Leben. Blue Whale Challenge, falls das irgendjemand kennt. Hey, und ganz ehrlich, kohletechnisch wirst du in dem Battle nicht so hart heftig kassieren. Aber, scheiße, ich hab den Set. Nee, hier ist er. Aber hier hast du einen Cent, jetzt kannst du schon mal das Battle verlieren. Hier. Yeah. War ein bisschen scheiße durch die Stumbler. Okay. Battle verlieren. Ganz ehrlich, neben deinen Rhymes wirken meine wie die Mona Lisa. Deine sind mehr so ein Kindergekritzel. Ey, du bist so behindert, Dicker. Über dich machen selbst Behinderte Behindertenwitze. Ey, neben mir wirkst du Ficker wie ein Wilder. Dein IQ wird im Negativ entwickelt, so wie Bilder. Du bist so dumm. Beim 1 plus 1 da steigt der aus. Du bist so dumm. Donald Trump will dich als Berater im Weißen Haus. Du bist so dumm. Das sagte man dir schon bei der Geburt, am Beginn deines Lebens im Kreißsaal. Du bist so dumm. Du verzählst dich beim Miss 1 zählen zweimal. Du bist so dumm, Alter. Du kommst nie auf mein Pensum. Du bist so dumm. Dich schauen Familien im Brennpunkt. Du bist so dumm. Du bist so dumm. So dumm kann doch gar kein Mensch sein. Du bist so dumm. Du könntest das fehlende Glied zwischen Affe und Mensch sein. Du Vollidiot. Ja. Und du kannst machen, was du willst, ganz ehrlich. Bleibst dumm. Digga, was los? So. Ganz kurz. Affe und Mensch sein. Okay. Ey, du kannst flowen so viel du willst, Micky, aber du bist kein Gangster. Deine Freundin hat keine Klit, aber dafür ist sie ein Thailänder. Und ihr Thai länger als dein Ständer, du Scheißpenner. Ich meine, die ist scheiß hässlich, aber dafür riecht ihr Schweiß strenger. Ey, die riecht man schon kilometerweit gegen den Wind wie den Hamburger Fischmarkt. Und auch wenn sie den ganz kleinen Dick hat, ist das ein Schwanz und kein Kitzler. Ist das ein Schwanz und kein Kitzler? Ey, bezieht ihr den Raum, ähnelt das einen Angriff von Giftgas und ist bei der Tanze dann Stichtag im Dickdarm, hört sich der arme Micky an wie die Chipmunks. Au! Ja, ziemlich gay. Ey, wenn man die ganze Geschichte so betrachtet, bist du eher so ein Mini-Haze. Ja, oder also anstatt Micky-Haze, du Disney-Fake. Keine Ahnung. So. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen, à la bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, wie Captain Buzz Lightyear. Doch sag's wie chinesische Arbeitnehmer, die gerade kündigen. Das leicht hier. Time, du Leiche. Mach Lärm für ihn! Yeah. Hey, Jungs, Zucker, dritte und letzte Runde auf für Micky Hayes. Also, Gusi, dritte Runde. Was soll ich über dich Großartiges sagen? Für mich bleibst du ein Schmock, ich fahr zu dir nach Hause, lass deine Freunde mir am Blasen, während ich FIFA zock und deine Mutter für mich kocht. Und wenn du gleich behauptest, diese Scheiße ist nicht wahr, alles klar, Mona, bevor der Gusi gleich flennt, doch richte deine lieben, netten Mutter aus, die Cannellonis waren wirklich exzellent, Alter. Und um deine Tränen zu verdecken, ja, hol dir so eine tragbare Maske wie beim Maskenball und ich schau lieber weg, denn jedes Mal, wenn ich dich sehe, krieg ich einen Schlaganfall, Alter. Junger Vater, da werde ich sauer. Und wenn ich mit dir fertig bin, schreist du wie eine Bitch bei der Entbindung, denn ich brenne deine Ohren wie eine Mittelohrentzündung. Ficker, denn ich erhäng solche Wannabe-Rapper und nach dem Battle bekommst du Pennies auf die Augen wie Konfuzius, Jacka, Wetter. Also, laber mich nicht voll, mein Flow ist big und ich bleib der Mac. Gus, du kleiner Wack MC, schicke dich jetzt Bastard weg. Komm mir nicht mit Maggis und schon gar nicht grad mit Burger King, denn ich alleine mach nen ganz normalen Burger zu nem King. Scheiß mal auf das King sein, dann ist bitte dafür jetzt viel zu hart. Ich bin ein Kaiser, denn ich entscheide heute, wer entscheiden darf. Ich bin nicht arrogant, Wichser, ich bin selbstsicher in dem ganzen Battle Rap. Weißt doch selber, ist doch praktischer. Also, Gusi, Mann, du Fickgesicht, ich bitte dich,
kriegst, bitte nicht. Weil ein Battle gegen mich gerade jetzt schon tödlich ist. Jammer nicht, zerfleische dich, auch will dir nicht das Leben nehmen. Scheiß auf den, sonst würde er das Freestyle-Battle nicht mehr stehen. Und im nächsten Battle darfst du Fotze dann die Fahne heben, denn jeder MC beschützt den Wörterkrieg auf seine Art sein Leben. Doch wenn sich deine Leistungen nicht steigern, wird dir Fotze das gar nichts bringen. Weißt du, wie das Freestyle-Battle dann endet? Fatality und Win. Time. Ja, so! Stuttgart, das war hier das letzte Match und ich möchte noch einmal Lärm hören, bitte, hier für beide MCs! Yeah! Damit sind wir draußen! Dankeschön! Peace! Hey yo, du und deine Lions hier in Stuttgart und wir sitzen hier mit beiden, oder ich sitze hier mit beiden Contendern des letzten Matches, des Main Matches hier am heutigen Abend. Mittlerweile schon Abend. Ja, Männers, wie sieht's aus? Habt ihr das Match kurz und knapp gefragt? Am besten bei dir startend. Ja, eigentlich gut. Der Anfang war beschissen. Der Anfang, keine Ahnung, war nicht so gut. Da habe ich einen kleinen Hänger gehabt. Erster Part an sich, außer der Hänger, war gut. Zweiter Part, so waren ein, zwei Wörter, was ich so ein bisschen verwechselt habe, so, was eigentlich nicht dahin gehören. Aber so an sich hat es gepasst. Dritter Part war nice. Alles gut. Ist ja, wie ist deine Einschätzung? So, erster Part war ganz gut. Der Schluss mit den Stumblers hat mich überabgefuckt, weil ich eigentlich echt gut geübt habe dieses Mal. Ich weiß nicht, wieso ich hängen geblieben bin. Aber ansonsten so, ich habe gewusst, was auf mich zukommt, so der Gegner. Ich habe auch genau mit solchen Parts gerechnet, dass er viel seinen Flow einsetzt. Ich habe den bei Rapper Mittwoch vor zwei Wochen, war das? Drei Wochen. Ich euch da auf immer gesehen, im Team damals zusammen rappen. Also, und ich habe mir gedacht, das ist doch mein Battle. Warum rappen die da jetzt im Team? Und die das war total komisch. Spontan, weiß ich. Und ich hatte fast schon gedacht, dass es hier heute im Battle ein bisschen angesprochen wird und veräppelt wird von einer Seite. Aber auf jeden Fall. Also, du hast ja drüber geredet, aber ich fand, das hat dann auch nicht so richtig gepasst. Du hast ihm dann vorgeworfen, er hätte da schlechter gerappt als... Ja, ich habe halt, muss ich auch ehrlich sagen, so von meiner Art und Weise, wie ich ihn irgendwie treffen wollte, war ich irgendwie viel zu erzählerisch und nicht so auf Punchlines irgendwie aus. Ich wollte mehr so von dem Abend irgendwie erzählen und dann nachdem ich meinen zweiten Part praktisch fertig hatte, habe ich mir auch gedacht so, okay, ey, Junge, du musst mehr punchen, das holt sonst nicht so gut ab. Und im dritten habe ich dann probiert, eben mehr zu punchen, aber ist halt nicht so gut rübergekommen durch die Stumblers und das hat mich überabgefuckt, ey. Aber... Naja. So war das. Passiert. Yo, Mickey, sorry auch nochmal für meine fucking Anmoderation, da hab ich richtig gechoked. Michael Dorf, Mickey Hayes, ich kam kurz durcheinander und... Das hat ihn ein bisschen beeinflusst, wa? Ja, ein bisschen so, keine Ahnung. Fuck. Was soll ich da sagen? Rechne ich ja nicht damit, so, weißt du? Sorry. Ich hab noch überlegt, ob ich das irgendwie reinbringe, dann hab ich mir gedacht, okay, das macht eh jeder. Ja, hier, apropos spontan Sachen reinbringen, gerade mussten man ja euch hier zum Interview fast rauszerren aus einem Battle. Weil wie könnte es anders sein? Nee, euch beide, aus einem Freestyle Battle, wo ihr schon wieder miteinander zu schaffen hattet und jetzt drängt sich mir fast ein bisschen der Eindruck auf, also eure Stärken sind super krass im Freestyle auf jeden Fall. Man hat bei euch Benen auf jeden Fall die Gewissheit, ihr könnt rappen. Jetzt ist die große Frage, wird aus euch in Zukunft mal noch ein richtig krasser Battle-MC? Bei dir wart jetzt hier im A Cappella-Bereich, meine ich jetzt. Weil bei dir war jetzt hier das Debüt, Ansätze auf jeden Fall da. Ich fand es mega lustig. So, du hast schon versucht, so die Crowd abzuholen. Ich finde, das ist dir noch nicht komplett gelungen. Da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben, meine Einschätzung, sorry. Und bei dir war ja jetzt dritte Gelegenheit. Und jetzt hast du, wir haben kurz danach noch ein bisschen gequatscht, hat er schon gemeint, wie sieht es mal aus mit On-Beat? So. Ja, On-Beat tausendmal. Also mir liegen Beats einfach tausendmal mehr als A Cappella. So. Ja, vielleicht muss man noch tatsächlich zu der Erkenntnis kommen, jetzt hier noch dreimal. Aber ja, schauen wir mal, was da noch draus wird. Eine Frage habe ich noch jeweils an den anderen. Micky, was fandst du hier bei Guzi, beziehungsweise hast dich ja jetzt ein paar Wochen auf mich vorbereitet. Hat er ungefähr das gebracht, beziehungsweise was fandst du bei ihm hier hervorstechend, sowohl im Positiven als auch im Negativen? Ja, ich kann das eigentlich nur zurückgeben, so wie er gesagt hat. So, ich habe gewusst, er wird mit Flow arbeiten. So ich habe, also no hate, so, das auf jeden Fall, und der hat einen guten Flow. Deswegen so habe ich mir gedacht, er wird auf jeden Fall in die Richtung eingehen. Habe mir schon eigentlich echt davon, bin ich davon ausgegangen, dass er das bei Rapper Mittwoch erwähnt. So, aber ja, an sich war ich also positiv überrascht, passt so. Ist gut. Ist ja auch, selbe Frage an dich.
Einschätzen zum Gegner und... Ich hab, ich hab den ziemlich so eingeschätzt, wie er heute war. Flow-technisch saustark, auch die Doppeltime, den er da gekickt hat, war sehr gut. Und das einzige, no hate, was ich ein bisschen fand, deine Punchlines könnten noch ein Ticken mehr da sein, aber flow-technisch Killer. Ja, ich sehe euch da tatsächlich relativ gleich so von der Stärkenverteilung her. Bede krass im Rappen, aber Punchline können meiner Meinung nach, wie gesagt, bei dir bin ich da noch ein Ticken nachsichtiger, wenn ich mich als Stotschmau aufspielen darf, weil Debüt. Aber ja, ey, an Punchlines kann ja noch erarbeitet werden. Und deshalb gebt hier konstruktives Feedback, schreibt, wie ihr hier die Jungs fandet, wie ihr das Match gesehen habt und stimmt natürlich auch ab, wer hier euer Favorit am Ende des Tages war. Ende des Tages, letztes Interview, Feierabend, Männers, vielen Dank nochmal hier für eure Performance und damit sind wir draußen Stuttgart. Peace!